Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir begeben uns jetzt zu den nächsten Schrein oder Steig. Und die sind, warte mal, da muss ich hier lang laufen und dann nach da unten, ne? Okay, da ist eins an einem Berg und eins da, okay. Ja, gehen wir erstmal nach unten, aber Leute, ohne Witz, Meridian, mega geile Stadt, Leute. Ich feier die so. Ich möchte jetzt gleich nochmal einen schönen Blick auf diese Stadt haben. Guckt euch das an. Das ist doch traumhaft. Das ist einfach traumhaft. Weiß nicht, kann ich hier runter? Gut. Oh, ja, könnte ich da Schaden bekommen? Gehen wir hier lang. So, und wupp. Und hui. Alles klar. Sind wir gleich am Start und dann holen wir uns hier noch die heilenden Dinger da. Ist das heil? Nee. Eisraureif. Okay. Da liegt ein Stein rum wahrscheinlich. Nee, eine Schockwurzel. So, laufen wir schön hier entlang. Eine heilende Pflanze hätte ich gerne. Oder Reinholz. So, lassen wir mal noch mitgehen. Ach Mensch, jetzt wird es ja hier auch noch dschungeliger. Cool. Oh, das sind Wächter. Ja, rüsten wir uns direkt einfach mal damit aus. Wir sneaken da uns immer lang. Oh oh. Verdammt. Ah. Oh fuck. Nein. Fuck! Oh oh. Hab alles im Griff, Leute. So. Das war, glaube ich, auch echt nice. So. Eine heilende Pflanze wäre. Ah, da haben wir tatsächlich eine. Oh, und noch Reinholz. Okay. Ja. Heilende Pflanzen auf jeden Fall mitgehen das lassen. Nehme ich für unterwegs. Und dann können wir auch demnächst, denke ich mal, wenn wir ein paar Level höher sind, die nächste Dingens angehen. Diese Brutstätte. Die will ich ja auf jeden Fall noch machen. Die ich abgebrochen habe. Die könnte ich durchaus vielleicht einfach mal in einem Stream zocken. Und das Ende aufnehmen dann, oder? Ja, nee, muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Es muss der Sonnensteig sein, den der Banuk bemalen will. Ja. Oh oh, Stürmer. Oh oh, sind die böse? Okay. Wir laufen hier fröhlich weiter. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ich da am besten... Ach, guck mal. Muss man hier außen rumlaufen. Oh, ja, okay. Funktioniert ja blendend. So. Dann gehen wir hier nach oben. Lagerfeuer entdeckt. Keine Ahnung wo, aber... Hier geht es ja nirgends hoch. Richtig. Ah, doch da. Oh, tatsächlich. Hier geht es einen Weg nach oben. Der Sonnensteig. Alles klar. Ach, du Kacke. Guckt euch mal diesen atemberaubenden Blick auf Meridian an. Klasse. Das ist halt echt nice. Wow. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Warte. Das war keine Warnung. Oh oh. Alter, wie viele sind denn das? Fuck, Mann. Wie macht man denn nochmal Zeitlupe? Oh oh. Wow. Wow. Fuck it. Wow. Sag mal. Alter. Lauf. Lauf einfach. Oh, Aloy! Shit, die Mitte! Wie kriege ich die am besten down? Macht das Schaden? Nein, macht keinen Schaden, verdammt. Zack, herstellen, herstellen, herstellen. Und Katschang! Fuck, Mann! Boah! Ah! Hör auf! Nein! Wie viele kommen denn da noch? Oh mein Gott! Ach was! Hey Leute! Die rollt da drüber, okay. Ach was? Ich treffe den doch. Boah.
Sag mal. Oh mein Gott, ey. Boah. Nein. Hä? Ich bin so blöd gerade im Aimen. So, komm her. Ah, hä, lol. Voll verzogen. Oh Mann. Oh Scheiße, hä, was mache ich denn? Bleib stehen. Ich weiß nicht, wie ich noch Zeitlupe mache. Ich hab vergessen, wie man Zeitlupe macht. Tschüss. Hä? Ich hab... Alter! So, Amen. Alter! Scheiße! Hä? Ich... Alter, das gibt's doch nicht! Natürlich! Natürlich! Kletter doch noch... Ja! GG! 2 HP! Heilige Mutter Gottes, 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 Heilige Mutter Gottes. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Das kannst du ja wohl nicht. Ah, warte, 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 ich hab noch diese Tränke. Scheiße, warte kurz. Ich hab noch diese Tränke. Ah, ich kann die gerade nicht auswählen. Warte mal. Zack, 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 zack. Boah, boah, ich hab mich hochgeheilt. Boah, ich hatte die nur gerade nicht. Wo ist der denn? Hä? Alter! Mistviecher! Beweg dich doch nicht! Amen. Ja, stütz ab, Mann. Oh Gott! Mistviecher, ja? Also, zum Glück ist mir das noch eingefallen, dass ich diese Heildinger habe. Help! Boah, okay, wir sind Stufe 20, das finde ich toll, um ehrlich zu sein. Nice, können wir, oh ja, einen neuen Fertigungspunkt machen. Und zwar bin ich dafür, ah, das ist halt nicht so meins, was ist das? Erhöht maximale Konzentration. Was ist da auch, was ist das da? Schwere Sperrangriffe schlagen schneller nieder. Ja, das würde ich gerne machen. So, zack, kachang und weiter. Alter, Mann, so. Den kriegen wir jetzt erstmal noch down hier, den da. Pounce und Pounce. So. Ey. Meine Fresse, war das jetzt was hier. Tut gut, aus der Stadt weg zu sein. Alter. Boah. Also die Viecher aus der Luft. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken, Leute. Ich habe das mit der Zeitlupe, um ehrlich zu sein, einfach vergessen. Einstellungen, Steuerung, Zielhilfe, Tastenbelegung da unten. Ne? Sprintmedizinbeutel. Puh, wie funktioniert das? Rutschen, ducken, Reitmaschine beschleunigen nach. Hey, hier steht gar nichts von der Zeitlupe. Fokusmodus umschalten. Ah, ne. Ha, du, Nö, dann, keine Ahnung, wie das geht, ne? So, mit dem Pilger reden. Ich will erstmal gucken gleich, wo es hier lang geht. Oder warte, wir, reden erst mit dem. So, hi. Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja. Es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper. Doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Alles klar, gut, dann können wir jetzt hier runtergehen zum Seeschrein. Er ist riesig. Welcher Turm? Oh, das Teil da hinten? Alter, das ist echt heftig. So, der Typ, das soll mal weggehen. Wir begeben uns jetzt zu unserem nächsten Ziel und wir sammeln Heilung. Wir sammeln definitiv einen Batzen an Heilung. So. Hui. Ja. Oh, aua. Das war durchaus nicht geplant. So, zack.
So, und wir rollen eine Runde weiter. So. Und dann schön nach Heilung gucken. Was ist das? Eine Feuerbrennwurzel. Was ist da hinten? Eine heilende Wurzel? Ja, gut. Das habe ich nämlich lieber, so Pflanzen, die heilen, als diese Tränke. Ich meine, die sind halt nützlich, weil es instant ist, aber die will man nicht alle verbrauchen. War gerade eben schon knapp, ne? Wäre fast verreckt. Die Utaru sich verabschieden. Oh! Oh! Hättest du mir früher sagen müssen, dass es jetzt um Schnappmäuler geht? Da habe ich, um ehrlich zu sein, schlechte Erfahrungen. Sagen wir Brutstätte Roh, ne? So, noch ein bisschen Heilung gucken, dass wir da was finden. Jo. Ist da nur eins gerade? Ah, die sind beide nebeneinander. Okay. Schwäche. Warte mal. Wir zielen da unten rein. Wow! Boah, ey, kam das rangejumpt, ne? Alter, spring du! Aloy! Bist du ein kleines Trottel, weißt du das, Aloy? Ach was, warum kommt das zweite jetzt auch noch? Wow! What the fuck? Das war nice. Habt ihr das gesehen? Wow, nice. Diese Explosion. Das nehme ich doch mit. So. Ja genau, komm mal her hier. Und dann stellen wir noch mehr her. Ich liebe diese Brandpfeile. Oh oh. Jetzt weg. What the fuck? Wow! Ja! Wie geil! Woo! Oh oh. Was ist da oben? So, ich heile mich mal hoch wieder. Okay, und dann kann ich mit dieser Dingsens da und dann sollten wir nach Heilung gucken, ne? So, aber war auf jeden Fall sehr erfolgreich, diese Mission, möchte ich jetzt mal behaupten. Da ist ein Baumstumpf im Weg, geil. Puh. So, wo ist die Kollegin? Ach, da chillt sie. Hallo, Rhea. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt, mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband. Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Hä? Zum ersten Mal bin ich's. Alles klar, ich glaube, das ist ein bisschen dumm. So.
Ja, jetzt dürfen wir hier hin. Alter, ist das geil. Wie man halt merkt, dass da Höhenunterschiede sind. Richtig cool. Ja, laufen wir zurück nach Meridian oder machen jetzt dann zuerst mal, pass auf, ich gehe auf Quest. Wir haben ja eine Hauptquest, Ehre der Gefallenen, das ist die einfach, das hier abschließen, das hier jagen für die Loge. Ne, Jagdstätten sind mir jetzt nicht so wichtig. Wir könnten jetzt, wir geben das ab. Was haben wir hier, trifft dich. Und dann hier, sie ist auf der Karte markiert, jetzt gucken wir mal, wo das ist. Genau. Das ist alles hier oben im Norden. Ja, vielleicht wäre es halt... Wir könnten jetzt direkt die Quest abgeben. Ach komm, wir reisen jetzt zu einem Lagerfeuer hier. Hab ja hier die Schnellreisepakete. Und trinke ich nebenbei einen Schluck. So. Dann geben wir die Quest nämlich ab. Und dann haben wir auch Platz für die anderen Quests. Dann mache ich erst dann die Level 12er Quest, glaube ich. Und dann die Level 19er. Muss ich gucken, wie genau ich das mache. Aber ich möchte mich auf jeden Fall dann demnächst wieder an der Brutstätte Roh probieren. Ich kann es also ich werde spielen bis zum Bosskampf. Und den Bosskampf werde ich dann aufnehmen. Weil das davor habe ich ja durchgezockt gehabt. Und ja. Gucken wir einfach mal, wie wir das hinkriegen, genau. Und ja. So. Und wir geben das jetzt ab erstmal. Und zwar da. So, in diese Richtung müssen wir gehen. Huh. Okay. Da muss ich wohl oder übel darum. So. Gehen wir da mal hoch. Möchtest du heute gerne etwas? Ach, da kommt man nicht durch. Komm ich hier hoch? Ach, was? Ja. So, da hinten. Tatkräftige Abenteurer. Schrei nicht so. Vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Ey, wie der schreit, gell? Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden. Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. Na gut. Eine Belohnungskiste und wie viel Erfahrung? Boah, das ist nice. Das ist echt nice. Alter, krass. Gut. Herstellen, Tragekapazität. Was kann ich denn herstellen hier? Kriegsbogen und Seilwerfer. Ne, halt mal. Den Scharfschussbogenköcher. Den kann ich vergrößern. Nice. Okay. Jägerbogen. Ah, ne, kann ich leider nicht. Das hier kann ich noch. Ach ne, dann brauche ich alles gar nicht. Moment. Spezialobjekte, Schatzkisten hier, bemerkenswerte. Alles klar, und dann führt mich jetzt der Weg nach hier oben. Und dann würde ich sagen, Leute, war es das mit der Folge? Also ich werde mich hierhin beamen sozusagen, da. Bis dann, lasst einen Daumen nach oben da und tschüss.